den taktischen Einsatzwert zu erhalten, sollte ich hier nicht offen auftreten. Als Zielfahnder ist es unsere Aufgabe, einzelne ausgesuchte Kriminelle, die auf der Flucht sind, zu suchen, zu lokalisieren und festzunehmen. In diesem Fall handelte es sich um eine Person, die aus dem Maßregelvollzug abgängig war, sich dort unerlaubt entfernt hat. Als Anlasstat stand in diesem Fall ein versuchtes Tötungsdelikt im Hintergrund. Die Suche nach der Zielperson ist eine ständige Herausforderung, kreativ und innovativ zu überlegen, wo könnte ich jetzt noch den kleinen Zipfel an Spur finden, der mich letztlich zur Zielperson führt. An dieser Tätigkeit reizt mich besonders die persönliche Herausforderung, jemandem, der versucht, seine Flucht gut organisiert zu planen, letztlich doch auf die Schliche zu kommen und dann eben die Festnahme zu veranlassen oder durchzuführen. Wir haben dann in Zusammenarbeit mit den österreichischen Kollegen weitere Informationen gewinnen können, wonach sich die Zielperson im weiteren europäischen Ausland, in diesem Falle in Spanien, aufhalten sollte. Unsere Partnerdienststellen haben dort die Festnahme letztlich umgesetzt. Ich wusste nicht zu Beginn meiner Polizeilaufbahn, dass mich der Weg zur Zielfahndung führen wird. Allerdings ist es sicherlich einer der spannendsten Arbeitsbereiche, den es in der Polizei gibt. Von daher bin ich ganz froh, dass mich mein Weg in diesen Arbeitsbereich geführt hat.